Hallo und herzlich willkommen zusammen. Im heutigen Video wollen wir unseren E25D umbauen in einen E45D. Was wir dazu brauchen und was das Ganze ändert, erzähle ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Auf den E45D brauchen wir Folgendes. Das wäre einmal natürlich der Akku als solches. Damit verdoppeln wir fast unsere Kapazität. Wir liegen jetzt bei 5,9 Amperestunden und haben danach ungefähr 10,1, 10,2 Amperestunden. So, den brauchen wir. Dann das Teil, worauf ich sehr lange gewartet habe, weil es nur auf Übersee geht oder aus Übersee. Die Halterung, die wir gleich hier zusammen montieren werden, mit den dazugehörigen Schräubchen. Na. Des Weiteren Imbus, Schraubenzieher und zu guter Letzt brauchen wir unser Handy, denn wir müssen gleich den Roller einmal verbinden und gegebenenfalls ein Update ziehen wegen dem Batteriemanagementsystem. Jo. Fahren wir mal zum Zunächst Kopf. Müssen wir die drei Schrauben hier, die hier schon drin sind, einmal lösen bzw. entfernen. Dort kommt nachher unsere Haltestange dran, also das Montagekit kommt da dran. Des Weiteren müssen wir hier unten einmal die Kappe entfernen. Das seht ihr jetzt noch. Hier die Kappe haben wir gerade entfernt und machen auch diese zwei Schrauben hier. Dann lösen wir das Ganze. Unter dem Gumminippel ist der Anschluss, wo nachher unser Akku eingesteckt wird. Jetzt aber bringen wir als erstes mal das Montagekit an. Immer schön darauf achten hier. Das kommt nach unten, kommt hier drüber. So, unser Montagekit ist auf jeden Fall schon mal dran. Jetzt kommt der Akku. Hier mit dem Stecker hier unten rein. Dann die Ösen in die Löcher. Und dann wird das Ganze hier einmal fixiert. So, die zwei Gumminippel haben sich schwer getan beim Rausholen. Jetzt das Ganze hier unten einrasten lassen. Sitzt direkt perfekt. Und dann mit den zwei mitgelieferten Schrauben hier einfach fixieren.
erste Schraube ist fest. So, Sitz passt, Wackeln und hat Luft. Da wir ja so hier unten drunter an unsere Ladebuchse nicht mehr drankommen, ist unsere Ladebuchse jetzt hier am Akku. Damit laden wir dann den externen und den internen gemeinsam. Als nächstes werden wir uns unser Handy schnappen und schauen, ob das alles so funktioniert hat, wie wir das wollten. Jawohl. Jetzt wird der Roller angezeigt mit 41 Kilometer Restreichweite und 93%. Umbau abgeschlossen, Umbau erfolgreich. Jetzt haben wir einen E45D und damit haben sich zwei Sachen zum Positiven verbessert und zwei Sachen verschlechtert. Und das wäre einmal, fangen wir mit den positiven Sachen an. Wir sollen jetzt angeblich eine Reichweite bis 45 Kilometer haben statt nur 25 Kilometer, was ich jedoch sehr stark bezweifle, denn wir haben nur knapp über 10 Amperestunden und im Vergleich der Bro 2 hat 12,8 Amperestunden und soll 45 Kilometer schaffen. Hier haben wir jetzt knapp über 10 Amperestunden und sollen damit auch 45 Kilometer schaffen. Klingt für mich nicht realistisch, werden wir aber testen, wenn, denn die zweite positive Eigenschaft, 40% Leistungssteigerung in der Peak. Wir haben hier statt 500 Watt Peak, sollten wir jetzt 700 Watt Peak haben. Das würde heißen 40% mehr Power auf dem Vorderrad. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werden wir natürlich ausgiebig testen, weil so wie er als E25D war, konnte ich vorher leider bei mir hier in der Gegend keine Fahrten durchführen. Kam damit einfach keine Berge hoch. Jo, verschlechtert hat sich natürlich das Gewicht. Der Akku wiegt mit Montagekit 2 Kilo. Wir sind jetzt von 14,4 auf 16,4 Kilo gestiegen. Das macht sich natürlich bemerkbar. Und was sich auf jeden Fall noch bemerkbar macht, ist das Handling des Ganzen. Hier ist jetzt nicht mehr einfach mal so packen. Nee, das geht nicht. Das müsst ihr schon. Hier so habt ihr ein Ungleichgewicht. Müsst ihr schon mit beiden Händen packen. Mit einer Hand ist das jetzt eher nichts mehr. Jo, das sind jetzt eigentlich alle positiven und negativen Eigenschaften, wenn ihr euren E25D zum E45D upgradet. Die Tests mache ich jetzt sofort zeitnah, sobald es mal trocken ist. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr keinen von den Tests verpassen wollt. Sollte ich damit meine Berge jetzt nie hochkommen, weil 700 Watt Peak wäre eine Hausnummer, stärker als der Pro 2, der nur 600 hat, dann werde ich viele Tests hierzu nachreichen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, klicken, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.